glaube ich, Schule echt um. Ich verbringe 40 Stunden die Woche in meinem Job. Also es ist ein Großteil meines Lebens. Und dann ist es mir einfach tausendmal wichtiger, dass ich jeden Tag aufstehe und gerne in die Arbeit gehe, anstatt dass ich jetzt die fette Kohle auf dem Konto habe. Man muss einen auch. Skeptische. Hallo, ich bin die Miriam, bin 32 Jahre alt und bin Försterin bei den Bayerischen Staatsforsten. Wir sind dann da rein, wo die drei Welpen halt waren. Und dann ist der Emil auch direkt herkommen. Klar, und dann ist es schon irgendwie voll verrückt, wenn du jetzt plötzlich einen Hund mit dabei hast. Wenn du mal nicht im Blick hast und dann hörst du es wieder irgendwo krachen, knabbern, knuspern, dann springst du wieder auf und guckst. Ja, vorgestern hat es ziemlich gestürmt bei uns. Da haben wir auch ein bisschen Sturmwurf. Werden wir heute auch noch mal schauen, ob wir was sehen. Gut, dann packen wir es mal. Tja, Emil, ab ins Büro. Begeisterung ist mäßig. Wir sehen uns weiter. Ich krieg eine Zulage für Arbeitsklamotten. Emil, nein. Also wie jetzt hier Forsthosen, Arbeitsschuhe und so. Ich habe mein eigenes Waldgebiet. Das gehört dem Freistaat Bayern, aber für das bin ich verantwortlich und kann da eigenverantwortlich den Wald der Zukunft gestalten. Kein Sturm, da sind da die. Die Stützen hochgeklappt, ne? Ja. Oben sieht man Fußeindrücke, weil der Wagen umgeschmissen worden ist. Ey, das gibt's doch nicht. Es war rohe Gewalt. Ich rufe einen Robert an und sage, er soll da zeigen. Okay, top. Jetzt müssen wir dann gleich mal überlegen, wie sie ihn wieder aufstellen können. Ah, okay. Weil das ist jetzt gar nicht so leicht, dass man da nicht noch mehr kaputt macht, als eh schon kaputt ist. Ja, aber jetzt fahren wir mal raus und gucken es uns mal an. Servus. Hab ich gedacht, das war der Sturm heute Nacht. Ich bin gestern, wie ich von euch zurückgefahren bin. Ja, da wieder noch gestartet, ja, oder? Ja. Und was halt auch. Wahnsinn, wer macht denn sowas? Das gibt's doch nicht. Absichtlich gemacht, weil das nicht die Stützen hochdreht. Die Batterie von der Solar ist rausgefallen. Ja, Wahnsinn. Mhm. Da war es rausgestanden und da sieht man da die Fußabdrücke überall. Emil! Und du kommst mit. Sehr gut. Ja, wir fahren jetzt mal zu einem Wanderweg und nachdem wir jetzt Sturm gehabt haben, gehen wir da mal ein Stück und schauen, ob der auch frei ist oder ob wir was freies hängen müssen. Aha. Genau, da hat es jetzt einen drüber. Das gebe ich jetzt bei uns im ZE Insekt ein, also so eine App. Die haben die Forstwirte auch drauf. Da gebe ich jetzt ein, dass hier Windwurf liegt. Und dann sehen die das direkt. Passt. Okay. Dann gehen wir noch ein Stück. Ich habe gerade die Fichte gesehen neben dem Weg. Die hat es beim Sturm jetzt abgebrochen. Das ist schon total faul. Und das war eben ihre Schwachstelle. Hier sieht man, da war, so wie es aussieht, war da der Hallimasch mit drin. Also es ist ein Pilz. Schon irre, was da der Sturm für eine Kraft hat. Wir gehen jetzt ins Büro, machen Mittag und der Kleine kriegt was zu fressen und kann ein bisschen schlafen und sich aufwärmen und trocknen. Also du musst den Hund jagdlich einsetzen und es muss ein Hund sein, der brauchbar ist für die Jagd. Wenn das so ist, dann kriegst du jährlich das Futtergeld. Wenn wir auf der Jagd sind, dann kommt das alles Wild, was geschossen wird, kommt rein. Und dann haben wir zwei Metzgermeister angestellt und die zerlegen uns das Wild, wie wir es brauchen. Und dann verarbeiten wir das weiter quasi zu Burger. So, Miriam. Jawohl. Danke dir. Guten Appetit. Manchmal hole ich mir halt auch was vom Bäcker oder lieber Käsesemmel vom Metzger. Oder wir werden vom Wolfi versorgt. Genau.
und habe dann überlegt, weil klar war, ich muss halt nochmal ein Studium anfangen. Und dann habe ich aber schon mit dem Studium angefangen mit dem Ziel, ich will Försterin bei dem BASF werden und will mein eigenes Revier, ja. Da zählt nicht mehr dein forstliches Wissen, sondern nur noch deine Sozialkompetenz quasi. Weil du ja draußen im Wald mit ganz vielen Leuten zu tun hast, mit den Waldbesuchern, du musst mit den Forstwirten gut können, mit den Kollegen, mit deinen Chefs natürlich. Und das wird da an diesem Tag Assessment Center einfach rausgefunden. Bei uns ging es 3 Tage und halt 3 Gruppen. Kriegst einen Anruf von der Personalchefin. Sie haben mich angerufen und da war die erste Frage, na Frau Lang, wie geht's Ihnen so? Und ich habe mir gedacht, was ist los? Ich will es einfach nur wissen. Ja, sie hat gute Nachrichten für mich. Ich krieg eine Stelle. Ach, wie cool. Ja, und da war ich total glücklich. Bis zum Jahr, sagt man ja, soll man sie tragen, die Treppen. Und der Züchter hat gemeint, in einem Jahr hat er 45 Kilo. In einem Jahr habe ich dann wahrscheinlich Oberarme wie Popeye. Da ist unser nächster Bürohund, der Charlie. Da der sich ja in dem Revier so mega gut auskennt, hole ich mir von dem jetzt noch ein paar Tipps. Wir werden uns mal ein paar Tannen angucken. Hallo. Und? Alles gut? Alles gut. Wir haben immer in so Kegeln, in so Lichtkegeln, haben wir immer die Tannen gepflanzt. Gemischtes Gefühl. Manchmal macht es nichts aus. Manchmal sind wir froh, dass es vorbei ist. Manchmal denkt man, ja. Aber ich denke, mit der Nachfolge sehe ich da kein Problem, dass man da irgendwie wehmütig werden müsste, dass man da, das passt schon alles. Du hast ja lebenslanges Fahrrecht. Lebenslanges Fahrrecht. Ciao. Perfekt. Jetzt steigt der Daumen, der da gestanden ist. Äußerlich sind die Scheiben jetzt nicht so groß. Die Dachrinne ein wenig, am Verbogen ein wenig. Sollen wir mal schauen. Ich krieg brutto 4.000 Euro und netto krieg ich knapp 2,4 raus. Und wie findest du dein Gehalt? Top. Ich hole jetzt kurz die Zora ab. Hi! Hi, Hübsche! Sie merkt schon, dass sich was tut und dass es gleich losgeht. Sie wird jetzt nie wie ein Hund, der total zahm ist, sondern du musst bei ihr immer aufschauen. Genau, und da habe ich jetzt einfach Küken, sind so Eintagsküken, leg da eins rein und dann sichere ich sie hier schon, dass sie mich nicht anspringen kann, wenn sie jetzt aus der Box rauskommt. Die ist heute wegen Hand, ich hatte die Niki schon gesagt. Hi Mädchen. Komm mal her. Hi Zora. Schau mal, hallo Hübsche. Hallo Hübsche. Das jetzt zwischendurch mit ihr einfach mal spazieren gehen, ist, dass sie so die Vertrautheit einfach nicht verliert. Hey, schau mal, eine Mauserfeder. Das ist jetzt Vorführeffekt, bilderbuchmäßig. Deswegen fliegt man sie jetzt gerade auch nicht groß, weil die jetzt nacheinander die Federn wechseln. Das gehört meiner Mama. Ja, rein spaziert. Ich zahle ein bisschen Miete und die Nebenkosten zahle ich selber. Funktioniert das bei dir immer, oder? Dass es brennt? Ja. Meistens, aber nicht immer. Aber heute schaut's gut aus. Also das Häuschen, da fühle ich mich schon total wohl. Aber Familie und Freunde sind so mein Daheim. Hallo, Kleiner. Ja, hallo. Oh, noch wird überhaupt was nie. Hallo. Ist da. Hallo. Ist die Eli da. Das habe ich mir auch von meinem ersten Gehalt gegönnt. Einen Sommer voller Festivals und Konzerte. Rock und Metal hauptsächlich.
Also ich hatte ja schon vorher andere Wege eingeschlagen gehabt, aber ich glaube, das ist doch jetzt das Passende, was sie jetzt für sich gefunden hat. Doch, definitiv. Don't stop believing. Das war der Tag mit mir als Försterin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier gibt's noch das Video von der Notfallsanitäterin und hier gibt's weitere Videos. Lasst uns bitte ein Abo da.